Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ist jetzt Samstag und mal gucken, wie viele Spiele ich schaffe. Ja, das letzte Spiel habe ich abgebrochen. Ich hatte noch ein Online-Freundschaftsspiel gemacht und dann ist lustigerweise mein PC abgestürzt durch das Verbinden, also durch das Wackelkontakt meines Controllers. Ich hoffe mal, es passiert jetzt nicht hier in der Weekend League. Und was wollte ich sagen? Ja, in jedem Fall mit Abstand wahrscheinlich so der schlechteste Start in FIFA 18 für mich. Aber ist egal, ich habe das Ganze viel zu verkrampft gesehen. Es ist einfach nur ein Spiel, die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Und ja, wenn ich verliere, oh fuck, jetzt sind ja beide Mannschaften nicht regeneriert, was ist denn hier los? Ach, weil das Spiel abgestürzt ist, oh verdammt. Aber ich glaube, die Calcio A ist mehr regeneriert, oder? Ja. Ja, ich darf es einfach nicht so verkrampft sehen. Ich werde kein Elite schaffen diese Woche, ja doch, diese Woche. Ich werde wahrscheinlich auch kein Gold 1 schaffen. Ich kann mich wieder über Gold 2 freuen. Gold 3 werde ich hoffentlich hinbekommen. Und ich darf es einfach nicht so eng sehen. Es ist nur ein Spiel. Scheiß drauf, wenn ich Pech habe, wenn ich verliere. Ich muss es einfach ein bisschen lockerer angehen. Und trotzdem kann ich gleichzeitig versuchen, konzentriert zu spielen und gut zu spielen. Das muss ich ja nicht ausschließen. So, was haben wir da? Ja, was die Spiele angeht, eher ein moderates Team. Aber natürlich trotzdem ein sehr schneller und gefährlicher Sturm. Muss ich auf die Pace aufpassen. Das ging irgendwie die letzten Spiele ziemlich schief. Klar, ich habe nicht wirklich gut gespielt. Aber trotzdem hat es teilweise sehr einfach funktioniert bei den Gegnern. Die haben einfach nur irgend so einen Trottel da in den Lauf geschickt und er ist durch zwei Verteidiger durchgerannt. Die haben in Laufpass gespielt und er war durch. Also es war irgendwie merkwürdig. Aber egal. Wir konzentrieren uns, versuchen trotzdem gut zu spielen, aber wie gesagt, wenn ich verliere, ja mein Gott, ich werde meine 11 Siege schon irgendwie zusammenbekommen. Vielleicht bekomme ich es ja hin, heute besser zu spielen als gestern am Freitag bei den Aufnahmen. Immerhin noch zwei Siege hinbekommen. Schade. Ja, mein Controller war jetzt die ganze Zeit ausgefallen, deswegen konnte ich nichts machen. Ist er jetzt wieder ausgefallen? Ja, sieht so aus. Ach, ich bin gerade. Ich sehe anscheinend gerade sehr, sehr. Oder ich sitze gerade anscheinend sehr, sehr schlecht. So dass der Wackelkontakt immer wieder auftritt. Oder er ist jetzt schlimmer geworden, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal. Okay, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen durchhält. Ich habe echt keinen Bock, den anderen Controller zu nehmen. Der ist mir einfach viel zu matschig. In der. Im Stick. Deswegen würde ich lieber versuchen, mit dem weiter zu spielen. Wir haben ja auch geschafft, mit dem Controller letzte Woche Gold 2 zu werden. Naja, ab nächsten Weekend League haben wir endlich wieder einen guten Controller. Hat er sich den Ball durch den Sprint zu weit vorgelegt? Oh fuck, und natürlich jetzt wieder genau in dem Moment. Das passiert gerade ziemlich oft, dieser Ausfall. Es ist gerade sehr scheiße. Wahrscheinlich ist der Wackelkontakt schlimmer geworden, würde ich mal behaupten. Oder ich sitze halt gerade super ungünstig. Oh fuck, Mann. Das regt mich natürlich auf. Da muss ich aufpassen. Wenn in so einer Situation der Controller ausfällt, habe ich halt ein richtiges Problem. Schön gemacht mit Khedira. Schade. Schön gemacht mit Brozovic. Gegner scheint
bisher nicht so gut zu sein. Mal gucken, ob es so bleibt. Schade. Er hat 79 auf Distanzschuss, glaube ich, aber wir waren noch nicht wirklich gut ausgerichtet. Boah, krasses Tor, schwieriges Tor. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er den macht. Es war aber auch sehr, sehr knapp. War nicht so gut verteidigt vom Gegner, aber war sehr knapp der Schuss. Schauen wir uns nochmal an. Hier hat er schlecht verteidigt, geht er zu aggressiv drauf. Dadurch kann ich einfach mit einem kleinen Schlenker durchgehen und das könnte sogar getunnelt gewesen sein. Schmeichel war fast noch dran. Schön gemacht mit Benatia. Ah, wieder schlecht verteidigt. Wieder schlecht verteidigt. Komm, 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 komm. Sehr gut. Ach, Alu, es wäre sonst der erste Treffer gewesen von unserem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Milankovic, Stankovic, Stinkovic, irgend sowas. Nennen wir ihn einfach Sergej, weil das immer da steht. Ich finde es so verwirrend, dass auf der Karte andere Namen dann teilweise stehen. Stehe ich einfach nicht. Schade. Hätten wir eigentlich das 2-0 machen können. Schade, schade. Wurde ich gerade vom eigenen Spieler geblockt, das war nicht so geil. Ist auf jeden Fall aggressiver geworden, also würde ich sagen, er ist leicht angepisst. Deswegen wäre es echt gut, wenn er jetzt nicht schafft, einen Ausgleich zu schießen, weil dann wird er wahrscheinlich wieder einen Tick ruhiger spielen. Sehr schön mit Rodriguez gemacht und wir kriegen sogar noch den Ballbesitz. Ja, jetzt ist er viel aggressiver und ja, es macht er jetzt viel schlechter noch. Was? War kein Foul? Ach, schade. Was? Oh Gott, wie kommt denn das zustande? Oh, was für ein schwacher Abschluss. Aber krass, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Das hat er natürlich schlecht ausgespielt. Gut für mich. Das muss eigentlich das 1-1 sein. Wäre zwar nicht ganz verdient gewesen, aber das muss eigentlich das 1-1 sein. War seine beste Chance im Spiel. Und ich glaube, wenn er durchläuft, ist es sogar die beste Chance im kompletten Spiel. Weil dann läuft er ja eigentlich alleine auf dem Tor wieder zu. So rein theoretischerweise müsste das dann die beste Chance im Spiel gewesen sein. Ich glaube, meine war nicht besser mit Icardi. Schade. Wäre auch nicht geil gekommen, die Flanke, aber gut, dass wir wenigstens den Eckball kriegen. Ach, Benatia stolpert leider. War wieder mal nicht gut gelöst von ihm. So, diesmal steht Benatia ein bisschen besser. Aber Icardi versucht's und schafft's leider nicht.
Da macht's wieder schlecht. Aber wir machen wir es gut. Haben auch gar nicht erst auf Flachschießen gedrückt, sondern einfach nur auf Abziehen ins lange Eck. Und boom, Philippe Andersson. Schwacher Linker. 2-0. Also wenn wir weiter so spielen, müsste es eigentlich Deckel sein. Ist, denke ich, weiß ich nicht, ob den vielleicht ein besserer Torhüter mit besseren Reflexen hält. Könnte sein. Wieder genau richtig antizipiert. Dann haben wir aber leider wieder genau richtig antizipiert. Oh, Mist. Ich wollte eins weiter rüber. Das macht er gut, das macht er gut. Was dann zum Glück wieder nicht mehr. War natürlich auch Katastrophe. Schade. Oh, aber wir hatten auch einen Alu-Treffer. Wir hatten auch einen Alu-Treffer. Und wie er da zum Abschluss kam, war er nur auch ein bisschen glücklich. Ne? Aber wir hatten auch einen Alu-Treffer. Von daher ausgleichen die Gerechtigkeit. Also ich spiele auf jeden Fall besser als gestern, aber es ist immer noch nicht das, was ich theoretischerweise schon geleistet habe. Wieder schlecht verteidigt von ihm und jetzt bricht er ab wahrscheinlich. Sehr gut. Wieder zu aggressiv draufgegangen. Aber es, wie gesagt, schon vorm 1-0 war er jetzt nicht so gut, aber dann nach dem 1-0 ist er einfach eingebrochen. Sehen wir leider die Wiederholung nicht. Schade. Jo, das war klar. So, wer hat denn eigentlich Tore? Icardi, Brozovic, Felipe, Vorlagen. Zweimal Milinkovic, Savic. Und einmal Felipe. Krass. Zwei Vorlagen in einem Spiel als Sechser. Hat sich das schon fast gelohnt, dass wir ihn genommen haben. Wobei, wie gesagt, ja, der Torreira, den wir da vorher hatten, in vom Torreira, hatte eigentlich die besseren Passwerte. Die deutlich besseren Passwerte. Aber, why not? Schön, dass wir nicht so ein langes Spiel machen mussten, weil wir hatten ja eh keine volle Fitness. Und jetzt schauen wir mal, dass wir mit der Bundesliga vielleicht direkt nachziehen können. Wobei ich davon ausgehe, dass wir jetzt wahrscheinlich einen besseren Gegner haben. Also es wird jetzt höchstwahrscheinlich schwieriger werden als gerade eben. Oha. Vor allem hat der Gegner ein viel, 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 viel besseres Team. Aber Brozovic als Linksverteidiger, sehr lustig, weil er einen deutschen Linksverteidiger braucht. Den linken Flügelspieler von Ajax kenne ich gar nicht. Ja, in vom Gnabry, Neuer, in vom Kruse, ich glaube auch irgendeine Kimmich-Version. Krass, krass, konzentrieren wir uns und hoffen, dass wir am Ende das bessere Bundesliga-Team haben. Interessant, dass er Kruse da hat und nicht Raphael, weil Raphael halt second in Form und Kruse ist nur eine Inform. Schade. Aber war wohl ein Tick zu straff, der Pass, würde ich sagen. Ja, geht ein bisschen zu aggressiv drauf. Ach, knapp, 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 schade. Weiß gar nicht, mit welchem Champions-League-Style er Kruse spielt, also ob der jetzt da Hand oder so drauf hat. Und da mal auf Pace geht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Wieder macht er einen Fehler. Sehr gut.
Schade. Oh nein! Fall da nicht drüber! Oh, ärgerlich. Ist er jetzt schon angepisst? Das war ein bisschen zu leichtsinnig. Immerhin die erste Ecke im Spiel läuft eigentlich ganz gut. Aber solche Druckphasen am Anfang, wenn man da kein Tor macht, sind die eigentlich fast egal. Also ist immer gut, klar. Also besser als keine Druckphase oder besser als wenn der Gegner eine Druckphase hätte. Aber es kann halt auch dann einfach passieren, man hat die Druckphase, schießt kein Tor und dann macht der Gegner halt ein Tor und geht plötzlich auf super defensiv und dann hat man keine Druckphasen mehr. Deswegen, ja, also man muss versuchen, irgendwie was draus zu machen, sonst sind sie dann irgendwie doch nichts wert. Das hat er irgendjemand gewechselt, keine Ahnung wen. Hat er den Verletzten ausgewechselt? Kann das sein? Schade. Mist, das hätte nicht passieren dürfen oder müssen. Schöner Fehlpass. Schade. Warte immer noch auf die genialen Momente von Raphael, wenn ich ganz ehrlich bin. Schön gemacht. Nicht so schön gemacht. Was für eine krasse Grätsche. Alter. Ich meine, war halt schön Ball gespielt, aber trotzdem. Kommt er angerauscht im Vollsprint. Reißt eigentlich noch komplett den Gegner mit weg. Schade. Immer hier am Ende fehlt uns der letzte Pass. War kein Foul? Krass. Müssen wir mal abziehen hier, so wie was für die Schussstatistik tun. Fuck, was war das denn, Alaba? Gut verteidigt mit Ginter. Schön in den Lauf. Tolisso ist nicht schnell genug. Aber er zieht es faul. Was? Wie kann denn der Vorteil jetzt vorbei sein? Gnabry. Ah, der Glück.
Schade, schade, immer dann dieses letzte Stück. Danke. Aber ich bin trotzdem eigentlich ganz zufrieden mit meinem Spiel, auch wenn wir jetzt hier nicht die Torschancen generieren. Defensiv gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich werde diesmal auch nicht den Fehler machen und aufs andere, auf die andere Formation wechseln, solange wie ich 0-0 habe, weil der Gegner hat 0 mal geschossen. Und ich glaube nicht, dass wir dann so viel besser sind. Und ich habe halt keine Lust für eine Minute zu wechseln. Der Gegner schießt ein Tor und dann bin ich quasi im Rückstand. Der Gegner spielt defensiv und keine der beiden Formationen funktioniert so richtig. Deswegen. Lassen wir das lieber erstmal. Schön gemacht mit Sokrates. Interessante Grätsche. Würde auch sagen, er spielt ziemlich defensiv und einfach nur auf Konter, wie halt das gern gemacht wird bei schnellen Teams. Oh, ich habe vergessen den. Scheiße. Mein Handy leise zu machen, mache ich jetzt mal. Da hätte man, denke ich, einen besseren Abschluss finden können. Wieder eine interessante Grätsche. Oh, toll. Gutes Stellungsspiel haben wir gerade, aber Gegner macht halt auch einfach zu OBV-Pässe. Abgefälscht! Ach, den hätte ich gerne mal gesehen, den Schuss. Also unabgefälscht. Schade, da hätte mich echt interessiert, ob den Raphael reinmacht. Ach, das ärgert mich. Wieder abgefälscht, verdammt! Und, och, Sogi, den kannst du doch mal machen. Ah, jetzt vor. Verliert wieder das Kopfballduell. Ist er jetzt noch defensiver geworden? Es stehen doch hier noch mehr, oder? Glaube, da waren wir zuletzt dran. Bailey, Origi, können wir beide mal wechseln? Vielleicht bringt die neue Pace was. Schauen wir mal. Komm! Oh, wir hatten ja doch fast. Das hat er gut gemacht. Oh, da ist zum Glück niemand.
Oh, zum Glück, der erste Schuss. Oh, es wäre ärgerlich gewesen, wenn der reingegangen wäre. Hat er auch gut gemacht. Hat er auch gut gemacht und da. Ach, das war zum Glück Abseits. Aber da können wir echt froh sein, dass der nicht ins Tor ging. Aber wie gesagt, das war ja zum Glück eh Abseits. Aber das hätte auch schief gehen können. So, wo spielen wir den hin? Das hat er irgendwie merkwürdig verteidigt. Er rennt direkt mit dem nach vorne, dann lassen wir das einfach. Nein! War natürlich nicht der Plan. Oh, zweiter Versuch. Zu weit vorgelegt. Huch, du Gott! Ach, toll gemacht. Scheiße. Mist. Sie aber auch immer geblockt werden müssen. Dann kann ich mal auf Defensiv gehen, weil ich gehe mal davon aus, es geht in die Verlängerung. Raphael, sehr geil, sehr, sehr geil, sehr wichtiges Tor, wichtiger Zeitpunkt. Und genau sowas will ich von ihm sehen, dann bleibt er auch. Sehr geil. Das gegen Neuer, eieieiei, sehr, sehr geil. Haben wir mal schnell gespielt und die Chance genutzt und dann ist das Ding drin. Aber wie gesagt, über 90 Schusskraft, über 90 Distanzschuss, da erwartet man auch mal, dass so ein Ding reingeht. Jetzt gehen wir natürlich auf Zeit, so das Ding hier noch über die Bühne bringen. What? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein schlechter Schuss? Und dann wird das so gefährlich? Krass. Ja, das war's. Sehr geil. Ich würde sagen, es ist verdient. Auch wenn es ein knapper Sieg ist, ist es, denke ich, auch in der Knappheit verdient. Aber krass, Raphael macht hier das wichtige Tor. Das freut mich. Vorlage, Elionussi. Zeig mir da mal dein Elionussi. Sehr schön, erfolgreiche Aufnahme in diesem Sinne. Ich hoffe, das geht so weiter. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.